Das wollte ich mal gemacht haben. Entschuldigung. It's me, Mario. Die Ula mag es da unten in der Ecke, kann das sein? Komm, gib uns Milch. Gib mir doch mal eine M-Milch. Ich hoffe, das ist eine M-Milch. Man muss ja eigentlich Medium, also Short oder Small. Medium. Und ja, der letzte wird dann wahrscheinlich Large sein. Oder für einen Liter. Könnte natürlich auch sein. Obwohl ich das eigentlich gar nicht glauben will. Nein, du blöde Henne, du. Du. Erstmal die Werbung. Ich weiß, dass ich ein kleines Ei in der Tasche habe. Verdammt, jetzt weiß ich nicht mehr, welches Huhn ich schon hoch und runter geschmissen habe. Ich glaube, ich hatte alle. Nee, eins nicht. Gott, nein! Nicht das Ei weg! Das ist... Aber auch nicht das scheiß Futter! Mann! Ich bin hier im Halbschlaf, bin ich hier am Zocken, das gibt es gar nicht. Hält's ja eigentlich nicht für möglich. Komm! Dich krieg ich ein. Ein! Gewöhnliches Ei! Das ist aber kein gewöhnliches Ei. Dies ist ein super mega bombiger. Nee. Super mega bombiges Ei. So. Haben wir hier auch Hallo gesagt? Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt schnell pennen, denn ich will, dass Samstag wird. Ganz einfach. Schluss und Ende. Ende der Fadenstange. Nee, halt! Wir gehen erst noch zum Supermarkt und geben... Nee. Will ich das Ende überhaupt also verpackt schenken? Wie soll das ja so kriegen? Ich meine, ich habe es ja nicht selber gekauft. Also indirekt habe ich es schon gekauft. Aber... Naja. Egal. Warten wir hier einfach noch ein bisschen, bis Anne kommt und dann schenke ich mir diese Kette. Entschuldigung, liebe Frau. Ach Gott. Ah, da ist er. Willst du mir wirklich etwas so Wertvolles geben? Danke, ehrlich. Ein neuer Tag, ein neuer Kunde zu bedienen. Auch wir kriegen Arbeit. Also ich nehme mal stark an, sie hat sich darüber gefreut. Auch wenn das mehr so aussah, als würde sie ausrasten. Aber gut. Juhu. Na komm. Mechabot Ultra kämpft erneut. Der Herbstwind, bedenke, wenn du fernsiehst, lass den Raum hell erleuchtet und setz dich nicht zu nah vor dem Bildschirm. Ja. Passt eigentlich zu mir. Direkt vom Bildschirm. Episode 18. Verzweiflung. Stimmt das? Leider ja. Trotzdem bedenken man die genialen Einfälle, die die anderen Kinder hatten, ihr Snackbudget aufzubessern, denke ich, deine Idee war an sich nicht schlecht. Rot erwidert nichts. Du akzeptierst besser, dass du diesmal Pech gehabt hast und gibst dich mit dem zufrieden, was du hast. Mist, murmelt Rot. Kein einziger Laden. Warum habe ich da nicht dran gedacht? Fortsetzung folgt. Worum geht's da bitte? Ich habe keinen blassen Schimmer. Irgendwie was mit einem Laden. Naja. Oh, unser Fruchtsaft. Heute ist Samstag. Immer wieder Samstag. Teleshopping-Kanal.
dieses unser wertvolles Produkt von heute. Ein Teppich. Ey, ernsthaft? Jetzt mal ganz im Ernst, will dieses Spiel mich eigentlich verarschen? Jedes Mal, wenn ich hoffe, dass es das gewünschte Item ist, ist es ein Schlag in die Niere. Oh Mann. Blödes, blödes Spiel, du. Verarschen kannst du dich selber. Zu langsam. Oh Gott. Was haben wir denn heute alles zu ernten? Oh Gott. Ah, nee. Sag mir bitte, das Gras muss nicht geschnitten werden. Nee, das Gras muss noch nicht geschnitten werden. Ich habe schon in Verzweiflung gedacht von mir. Oh. Reinfüllen. Alles rein da. Zack. Ich glaube, danach kaufe ich mir nochmal ein paar Kartoffelsamen. Denn was man hat, das hat man. Jetzt ein paar schöne saure Gurken. Einfach nur geil. Naja. Nein. Jetzt habe ich sie übergossen. Naja. Dein Korb ist voll. Dann leere ich meinen Korb mal. Bitter wäre es jetzt, hätte ich volle Kanne daneben geworfen. Komm. Hallo, lass dich nicht an. Jetzt darf ich mir so einen blöden Teppich kaufen. Weißt du, ein blöder Teppich. Mann. Ich habe ja wirklich mit vielem gerechnet, aber damit habe ich nicht gerechnet. Dann kaufen wir uns gleich erstmal wieder ein paar Kartoffelsamen. Denn einmal können wir noch ganz bestimmt Kartoffeln ernten, wenn nicht sogar zweimal. Das ist bestimmt noch drin. Ich habe noch eine Kartoffel. Da geht noch was. Da ist noch eine Menge rauszuholen. Das heißt, wir können beim nächsten Rennturnier können wir mitmachen. Das werden wir auch tun. Das werden wir tun. Oh yeah. Ich wieder eine überbraten. Haben wir das auch erledigt? Pflanzen sind fertig. Honig. Haben wir das auch? Noch die Hühner. Dann war es das, glaube ich. Oh, schon für heute. Nee, dann müssen wir den Teppich bestellen. Mann. Mann. Eine Gedanke daran. Nein, wir brauchen erstmal so einen dämlichen Teppich. Mann! Da habe ich ein Ei übersehen. Naja. Ich habe ja die Hoffnung, dass es dann in der nächsten Aufnahme ist. Ja, also. Nicht verzagen. Harvest Moon Farm. Mann. Komm. Platsch. Kümmern wir uns noch um Anne und bestellen den scheiß Teppich. Und kaufen uns natürlich noch Samen.
Den Kartoffelchen will ich wieder haben. Ach, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bin damit fertig. Bin ich damit fertig? Ja. Erstmal zu Andy, wird wahrscheinlich wieder unten sein. Was mache ich denn? Ich bin unzurechnungsfähig. Ich glaube, nachdem ich das mit Teppich bestellt habe, mache ich auch mal einen kleinen Shortcut. Denn heute bin ich scheinbar wirklich unzurechnungsfähig. In vielerlei Hinsicht. Ja. Wirklich für mich vielen Dank. Oh, tut mir leid. Was wolltest du noch? Gespräch. Hallo, hier ist der Teleshop-Kanal. Ja, will ich. 5000! Für einen verdammten Teppich. Weißt du was, die Woche gebe ich mir noch. Und dann mache ich ein Päuschen. Also quasi Montag geht es los. Kartoffelsamen. Gurken? Kartoffelsamen. So. Haben wir das auch schon? Ich weiß nicht, wie viel gaben Kartoffeln? Ich weiß es nicht. Ich lasse mich einfach mal von der schönen Zahl, die gleich aufpoppen wird, richtig schön sagen. Aufpoppen. Liebe mich Kartoffelsamen. Lecker Kartoffelsamen. Teppich ist bestellt, alles fertig. So muss das laufen. Wieder lecker Fruchtsaft in den Toast schmeißen. Das Wetter ist schön. Das Kochfestival ist morgen um 10 Uhr auf dem Rosenplatz. Wenn du ein Gericht mitbringst, kannst du teilnehmen. Das ist schön, ich weiß aber nicht, was ihr haben wollt. Bring ich demnächst meinen Fruchtsaft mit, ja? Das wollte ich hier nochmal an der Stelle gesagt haben. Yep. Machen wir das hier fertig. Gott. Ey, das ist unfassbar. Nein, die Gießkanne ist leer. Hier noch. Natürlich da. Hier blüht alles. Das ist doch wunderbar. Mittlerweile sind wir gut im neuen Jahr angekommen. Und unsere Vorsätze, finde ich, haben sich super erfüllt. Komm. Ja, wo waren wir? ja. Oh mein Gott. 4000 nur. Roundabout. Nicht mal 5000. Oh Mann. Das wird doch ewig dauern. Gib mir deinen Zaubersaft. Der Saft bringt die Kraft. Worin dürfte der Teppich da sein? Nee, morgen kommt der Teppich nicht, denn morgen ist Feiertag. Ja, das Kochfestival. Auch wenn ich es nicht wirklich Feiertag nennen will. Ich sehe es als Feiertag. Gehen damit. Lauter leckere Eier. Dem hat auch keine bunten Eier. Die kommen noch nicht raus.